Willkommen zurück zu einem neuen Part von Mario und Luigi zusammen durch die Zeit. Boah, wir dringen immer weiter in den Pilzpalast vor. Dort oben, laut Karte, ist ein Raumschiff. Und generell sind wir jetzt in der Bibliothek der Vergangenheit. Auch damals gab es hier schon Bücher. Entweder lesen die Schrubs auch oder sind noch Bücher des Pilzkönigreiches, weiß ich jetzt nicht. Mario, könnt ihr ja mal hier ein Buch rausnehmen. Ihr habt keinen Bock zu lesen? Ja, kann ich verstehen. Ich lese auch nicht gerne Bücher, also von daher. Hier ist ein Durchgang, habe ich schon gewundert, warum hier ein Durchgang ist. Laut Karte. Das wurde hier aufgebrochen, wie man sieht. Und dann gibt es hier noch eine ganze Menge Gegner und eine ganze Menge, meine ich auch eine ganze Menge. Ugh, setzen wir mal ein Trampolin ein. Ich hatte da im letzten Part ein paar Blumenmixer eingesetzt, aber Blumenmixer sind mir ein Daumen bisschen zu schade drum. Da versuche ich hier mal ein bisschen Schaden anzurichten. Viele tolle Treffer, das gefällt mir. Ah nein. Schade. Am Ende habe ich das dann ein bisschen verhauen. Ja, und der kriegt jetzt eine kleine Heilung. Ah, der Vorderung muss aber dann jetzt dementsprechend auch weg. Ich möchte nicht, dass irgendwer wiederbelebt wird. Und Mario und Luigi kriegt hin. Wunderbar. Und das sowieso, das ist nicht schwer. So, jetzt können die anderen mal besiegt werden. Ah, ohne Heilung wäre der vielleicht besiegt gewesen, obwohl, keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh, Achtung auf Mario und sehr schön, das war aber sehr, sehr doll knapp. Ja, heute ist bei mir auch so ein bisschen Aufnahmetag, also ich habe heute den ersten Part aufgenommen, da waren wir beim Sternhügel vor dem Sterntor. Seid auch schon an die Parts her, jetzt sind wir hier so weit fortgeschritten. Wer weiß, vielleicht nehme ich heute auch das Let's Play fertig auf, aber denke ich mal eher weniger. Ich weiß jetzt aber auch nicht, wie viel hier noch kommt. Kann sein, dass ich hier das fertig aufnehme. Kann sein, dass der nächste Port der letzte Port ist. Oder vielleicht dieser. Ah, nochmal so viele Gegner. Ah, da setzen wir nochmal ein Trampolin ein. Ich habe gegen so viele Gegner einfach gar keinen Bock. Konzentration brauche ich da. Nein. Leider wurde der obere Dino nicht getroffen. Finde ich ein bisschen doof. Komm. Ja, sehr schön. Greifen die auch gleich an? Nee. Aber es muss auch der vordere hier weg. Ich greife jetzt erstmal den hier an, damit der keinen heilen kann. Und ich wollte nämlich gerade noch sagen, hoffe ich auf eine Attacke. Die bei der die Größe nicht entscheidend ist. Und das war eigentlich auch so. So, jetzt sind beide klein. Ja, schaut ihr nicht schlecht. Boah, toller Treffer, aber trotzdem sind sie nicht besiegt. Wow, das war knapp. Ja, die Attacke könnt ihr ruhig jetzt einsetzen. Sehr schön, Luigi. Gefällt mir. Tschüss. Und bestimmt auch Tschüss. Nein, noch nicht. Schade. Mario. Wird eigentlich jetzt kontern, aber nicht ganz so funktioniert. Egal. Mit dem Trampolin ist es dann nicht so schlimm. Oh, Blumenmix, sehr schön. Beste Attacke. Oder halt auch besser, ihr seid die stärkste hier. So, da kann man hoch. Hier waren wir. Sind jetzt hier die Gegner alle besiegt? Hier oben waren wir auch schon. Wahrscheinlich gibt es hier rechts noch welche, genau. Und nochmal ein neuer Gegner, aber wir kommen da nicht hin. Hier ist alles gesperrt. Na toll. Das heißt, wir müssen zwingend dort hoch. Ja, anscheinend. Okay. Hier kommen wir auch raus, aber ich denke mal, wenn wir hier rausgehen, dann müssen wir ja wieder fliehen. Dann sind wir jetzt hier. Hier ging es damals zum Portal. Zur Wüste. Und anscheinend müssen wir jetzt dasselbe damals auch jetzt wieder machen.
Dann let's go, würde ich sagen. Ja, genau dasselbe wie damals. Vielleicht ein bisschen jetzt ein bisschen schwieriger, bestimmt. So, dann mal let's go. Die Treppen richtig nehmen. Nein. Oh, dieses Mal mit Hindernissen, die habe ich gar nicht gerade gesehen. 10 Sekunden. Ey! Nee, das wird nichts, das wird nichts. Gerade weil ich da jetzt nochmal hingeblieben bin. Ja! In der letzten Millisekunde! Wir haben keine Millisekunde mehr Zeit! LOL! Wow! So, jetzt sind wir hier oben. Hier können wir nochmal die Russenbrüder holen. Wir sind jetzt hier beim Raumschiff. Superpilze 3 Stück. Ein Speicherblock. Ich glaube, das kann sein, dass gleich ein Bosskampf folgt. Weil jetzt auch ein Speicherblock ist. So, wie sieht's mit dem Leben aus? Hätte gerne Luigi nochmal einen Superpilz gegeben. Genau. Normalen Pilz. Jeweils beiden nochmal. So, dann sind wir jetzt so gut ausgerüstet. Dann gehen wir hier mal aufs Raumschiff. Okay, wir sind im Raumschiff. Okay, wir heben gerade ab. Es hat sich doch nun ganz von selbst bewegt, oder einfach nicht? Was ist das? Kontrolliert man dies? Schickt man damit die Schrubs in die Wüstlichkeit? Aber natürlich, brillant! Oh, Luigi. Und alles nur dank Luigi. Was für eine Leistung. Nun zur Steuerung. Als ob er die Steuerung weiß. Ah. Hm. Natürlich. Ich hab's. Für den Anfang sollten Sie den Block treffen, der dort schwebt. Okay. Treffen Sie ihn, wenn ich bitten darf. Okay. Kann mich trotzdem hier mal kurz umschauen, aber hier ist nichts weiter. Okay, dann let's go. Wie Sie sehen können, sind weitere Blöcke erschienen. Und jene Anzeige hatten auch begonnen, sich zu bewegen. Sie sollten in der Lage sein, die Anzeige anzuhalten, indem sie den entsprechenden Block treffen. Ja, theoretisch. Ich rate Ihnen, die Theorie an Baby Luigis Block zu testen. Okay. Interessant täglich. Die Untertaste der Schrift steigt nur entsprechend der Länge der Anzeige in die Höhe. Lassen Sie uns auch Baby Marios Block treffen. Mal hier volle Pulle. Ja, genau, Exelefant. Seine Wörter immer. Nun ist Mario an der Reihe. Wie? Sie möchten es auch versuchen, Luigi? Nun, so machen Sie es ruhig. Ja, nun ist Marios Block dran. Er unterscheidet sich von den anderen. Sie werden es verstehen, sobald Sie ihn treffen. Vorwärts, Mario. Okay. Ui. Schuss abgegeben. Wie Sie sehen können, entsendet dieser Block einen erstaunifizierenden Strahl. Übrigens, der Block entsendet den Strahl auch dann, wenn sie die anderen drei Blöcke nicht getroffen haben. Okay. Ein kleiner Bosskampf, oder wie? Diese nervichtlichen Untertasten sind wieder aufgetaucht. Ach, Zungenbrecher, ey. Es wäre ideal, hätten wir mehr Zeit zum Üben, aber den Luxus können wir uns nicht erlauben. Jetzt geht es um die Wurst, also zögern Sie nicht. Okay. Möchten Sie, dass ich das nochmal erkläre, nur zu sicher? Ich dachte, wir haben keine Zeit, also nein! Glückszyklus initiiert. Okay. Da brauchen wir jetzt eigentlich nicht ganz so viel. Ja, komm, das müsste ausreichen. Tschüss. Fantastikalisch. Versuchen wir noch eine weitere Schubuntertasse auszuschalten. Hatte ich vor. Da brauchen wir jetzt mal ein bisschen mehr Power. Nochmal ein bisschen. Ich hoffe mal, es reicht. Ja, wunderbar.
Perfektionist. Boah, jetzt so viel Stück von denen. Sind wieder da. Wir sollten diese Schiffe auf die gleiche Art und Weise ausschalten können. Glückszyklus initiiert. Ah, jetzt ist die Labertasche endlich weg. Kümmern wir uns erstmal hier drum, so. Dann so, den hier. Ups. War ein bisschen daneben. Und tschüss. An sich ist das ja nicht schwer. Und tschüss. Aber es kommt bestimmt noch schwerer. Ah ja. Gerade erwähnt. Ja, sehr schön. Er kommt nochmal ein Stückchen nach oben. Nein, daneben. Das ist unfair. Ja, wunderbar. Perfekt abgepasst. Oh, was kommt denn jetzt? Ach, tolle Scheiße. Ja gut, da erstmal in die Mitte reinschießen. Irgendwen werden wir treffen, so ich sehen. Genauso hier jetzt auch. Bam. Das war eben aber auch eine sehr gute Höhe. Die nehme ich gerne nochmal. Ah, das war daneben. Schade. Bisschen. Jetzt mal um und schießen. Und perfekt. Bravo! Ja, geiles Minispiel, muss ich sagen. Jetzt geht's wieder zurück. Interessant. Ach, das waren die UFOs, die den Weg da überwacht haben. Sehr cool. Jetzt können wir hier nämlich dementsprechend wieder runter. Ja, wie gesagt, ist ein geiles Minispiel. Hat Spaß gemacht. Jetzt müssen wir die ganze Treppe erstmal wieder hier runterlaufen. An diese Stelle von ihm konnte ich mich sogar noch erinnern. Ich dachte schon, dass wir kam damals oder dass wir da dran kommen, wo wir damals im Raumschiff gefangen waren. Mit Kylie und so. Da hatte ich schon angenommen, dass diese Passage kommt. Aber nee, doch nicht. So, jetzt können wir hier auch nach links. Ohne Probleme. Und dann hier oben rein. Und mal, dort unten ist noch ein Speicherblock. Da sind wir auch nicht hingegangen. Hier in den linken Raum. Lol. Nee, hier waren wir noch. Obwohl doch, hier kamen wir doch hoch. Vollidiot. Ich bin so ein Vollidiot, weil damals hier immer die Tür war. Die jetzt nicht mehr ist. So, jetzt geht's erstmal hier nach oben. Zwei Röhren. Das war damals der Zugang zur... Was war denn hier? War hier der Vulkan? Nee. Nee, hier war das Yoshi-Dorf, oder nicht? Aber wiederum... Bin mir nicht sicher, was hier war. So, zwei Röhren. Wir nehmen erstmal die erste. Okay, hier geht es nach ganz oben. Wow. Interessante Statue. Und da will ich jetzt noch nicht hin. Wir haben ja eh hier noch eigentlich einiges zu erkunden. Ah, und hier sind wir jetzt hier im Anfangsbereich. Sehr schön. Eins von drei Röhren aktiviert. Dann sind wir immer noch gut dran. Aber dort zur rechten Seite kommen wir noch gar nicht. Nee. Da kommen wir noch gar nicht hin. Daher, wir müssen hier jetzt rein. Das ist mal nach oben. Ah, dort rechts ist auch nochmal eine Röhre. Vielleicht kommt man dann nach unten. Was ist nicht? Eine Münze und ein zwei Supertaus. Nimm ich gerne. So, Speicherblock und dann geht's weiter. Hier ist der Raum, wo das Portal zum Pilzpalast ist. Moment mal, hier oben sind nochmal Blöcke. Interessant. Hier ist, scheint ein Eingang zu sein. Fragezeichen. Was ist nicht? Hier ist der Außenbereich. Den kennen wir ja auch schon vom normalen Pilzkreis der Gegenwart. So, kommen wir da hoch, ganz normal? Nee. Weil der Block ist ein bisschen zu hoch. Für die Babys habe ich das Gefühl. Ja, der Block ist so hoch. Und wir schaffen das dann nicht. Bin gerade so ein bisschen verwundert. Hier zu diesem, das kommen wir noch, aber weiter leider nicht.
Ich bin. Wurde gerade in TeamSpeak angeschrieben, als Support. Ah, gut, gut. Wird schon übernommen. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Brauche ich mich darum nicht kümmern, aber eventuell wird meine Hilfe benötigt. Bedeutet, dass ich eventuell gleich einen Cut machen muss. Was aber nicht so schlimm ist, ihr merkt ja. So, ich bin mal kurz weg. So, da bin ich wieder. Ich muss mich kurz drum kümmern. Jetzt bin ich aber wieder da. So, wo sind wir denn jetzt hin? Ach, hier. Hier ist aber eine gesperrte Tür. Wie soll ich jetzt an den Blockturm rankommen? Moment mal, dort oben ist auch etwas. Und da die Babys hoch? Ich glaube ja. Ja. Hier ist ein Knopf. Damit geht das hoch. Sehr schön. Jetzt wissen wir auch, wie wir da hochkommen. Darüber. Weil es gibt halt noch viele Dinge hier im Pilzpalast, was halt noch nicht so hundert ist, beziehungsweise wo wir noch hin müssen. Wenn man da bedenkt, hier der Thronraum unten, da müssen wir auch noch hin. So, erstmal hier, was macht der Knopf? Ah gut, das sind halt alles Umwege so ein bisschen. Man hätte gleich sagen können, hier mit diesem Knopf aktivieren wir das, was wir eigentlich mit diesem Knopf hier aktivieren. Das ist... Ah, okay, dann geht das runter. Aber naja. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Ist ja schnell gemacht. So, hier die Babys hoch. Dann die beiden positionieren. Und dann damit machen wir wahrscheinlich die Tür auf. Aber die Frage ist, welche Tür? Ups, das war jetzt falsch. Bitte Mario. So, und perfekt. Die rechte oder die... die. Okay. Hätte ja auch sein können, hier rechts die Tür. Dann gehen wir hier rein. Was erwartet uns hier? Oh, Prinzessin Peach! Sie kann uns leider nicht sehen. Es scheint, als würden unsere Stimmen sie nicht erreichen. Ja, Baby Mario, das wird leider nichts. Aber sie lebt. Das ist ja die Hauptsache. Das letzte Mal, wo wir sie gesehen haben, war ja bei der Piranha-Pflanze. Sie hört uns. Das ist Mario. Endlich ist er gekommen. Es ist möglich, dass der Aufschlag die Verbindung hergestellt hat. Ich bin hier eingesperrt. Hier oben an der Spitze der Statue. Aber wie willst du... Oh. Aus. Die Übertragung wurde beendet. Die Überwachungsausrüstung scheint zertifiziert zu sein. Zumindest haben wir erfahren, dass Prinzessin Peach in Sicherheit ist. Ich glaube, dieses Rohr führt zu den höheren Ebenen. Ich glaube es. Nun kommen Sie schon, zurück zum Abenteuer. Uiuiui, wir haben mit Peach geredet. War nur kurz, aber besser als gar nicht. Und sie weiß jetzt auch, dass wir kommen. Sonst denke ich mal, war ihre Hoffnung nicht groß. Obwohl, so oft wie Mario sie gerettet hat. Oh, Blumenmix, das ist ja schön. Da müsste eigentlich bei ihr klar sein, dass wir sie retten gehen. Okay. Lol. Nein. Diese Röhre war wohl nicht angeschlossen. Bis eben. Na toll. Wie es dann hier weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Part. Ich dachte, jetzt geht's nach oben zu Peach. Aber nö, geht's halt nicht. Dann, wie gesagt, bis dahin und bye bye.